Rolle? Ja, super! Klasse! Und damit herzlich willkommen zum nächsten YouTube-Video. Heute wird es um Klickertraining gehen und ich werde dazu zwei Videos hochladen. Zum einen die Theorie und zum zweiten die Praxis, dass ihr euch die Videos einfach getrennt davon anschauen könnt. Klickertraining ist ein mega bekanntes Modell für Tiertraining, wird auch für ganz unterschiedliche Tierarten eingesetzt. Es gibt Hunde, Katzen, Ratten, die geklickert werden. Und es ist einfach super erfolgreich, wenn man mit den Tieren positiv arbeitet. Und ich habe damit auch so ziemlich alles bei meinen Papageien aufgebaut. Und deswegen dachte ich, könnte es ja auch interessant sein für den ein oder anderen von euch. In dem Video werden wir jetzt einmal kurz durchgehen, was ist Klickertraining, was braucht man dafür und lauter solche Sachen. Und in einem anderen Video zeige ich euch dann, wie ihr eure Papageien richtig konditionieren könnt. Jetzt natürlich erstmal die Frage, was braucht man denn für Klickertraining? Und dafür braucht man natürlich einen Klicker. Es gibt ganz verschiedene Modelle, ihr könnt euch da im Internet mal umgucken. Schaut einfach, was zu euch passt und was ihr da super findet. Es gibt zum Beispiel einmal den hier, mit dem arbeite ich sehr, sehr viel. Das Wichtigste ist, dass ihr hier einmal einen Knopf habt zum Klicken und der hier hat sogar noch einen integrierten Target, sprich so einen Zeigestab. Und welche Funktion der hat, das erfahrt ihr noch. Wie gesagt, wichtig ist erstmal hier das Klicken, dass euer Klicker kann. Mehr braucht ihr dafür erstmal nicht, außer das richtige Leckerchen und motivierte Vögel. Wie ihr seht, die Chiara ist hochmotiviert und dann könnt ihr quasi schon starten. Aber jetzt natürlich erstmal die Frage, was kann man denn mit Klickertraining überhaupt trainieren? Klickertraining hat super viele Einsatzmöglichkeiten von Medical Training, sprich Krallenfallen kann man anwenden, man kann üben, Medikamente zu geben. Klickertraining kann aber auch eingesetzt werden, um Papageien zu zähmen, also dass sie zu einem herkommen, dass sie auf die Hand gehen, dass sie Vertrauen bekommen. Man kann Klickertraining aber auch für Rückruftraining einsetzen, sprich, dass man die Vögelchen rufen kann und sie kommen. Man kann es üben, um in eine Transportbox zu gehen oder in die Voliere zu gehen. Und das alles halt stressfrei für die Vögel. Man kann natürlich auch Tricks üben. Das macht mir immer besonders viel Spaß, aber meine Vögel können halt auch schon die Basics. Und die wollen natürlich trotzdem noch weiterhin gefordert werden. Also wie ihr seht, Klickertraining ist wahnsinnig vielfältig. Und deswegen gehen wir das jetzt mal durch, was da so grob passiert. Umba Rücken, super, Chiara Kopf, ja. Nala Flügel, super, Simba Schnabel, prima, Umba auf, super, Chiara auf, prima, Nala auf, super, Simba auf. Prima. Pumba Rings. Wow. Super. Ja, rechter Fuß. Ja, rauf. Lasse. Nala rechts rum. Rechts rum. Beim Klickertraining ist es so, dass der Vogel konditioniert wird. Sprich, der Vogel lernt, dieses Klickgeräusch bedeutet, dass ich ein Leckerchen bekomme und dementsprechend bedeutet es, dass ich was richtig gemacht habe. Ziel davon ist es, dass wir den Vogel quasi sehr, sehr schnell belohnen können und mehr oder weniger ohne Emotionen in der Stimme. Unsere menschliche Stimme, die weicht jeden Tag ein bisschen ab. An einem Tag haben wir bessere Laune, an anderem Tag haben wir schlechtere Laune. Und der Klicker sorgt schon mal dafür, dass das Ganze neutral gehalten wird, weil das Klickgeräusch ist immer gleich. Euer Vogel kann natürlich auch eure Mimik lesen und eure Gestik, also so ganz frei von Emotionen sind wir natürlich nicht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Das nächste ist, dass man den Klicker dann super präzise einsetzen kann. Weil wenn der Vogel gelernt hat, das Klickgeräusch gibt ein Leckerchen, dann kann ich das auf Distanz anwenden. Natürlich erst, wenn der Vogel das wirklich verinnerlicht hat. Aber wenn, ich sag mal, die Nala 3 Meter von mir weg sitzt und sie zeigt ein Verhalten, das ich gerne von ihr hätte, dann kann ich hier klickern und kann dann mehr oder weniger bequem zu ihr hinlaufen und sie belohnen. Natürlich sollte das Leckerchen trotzdem noch schnell drin sein in ihr, also sie sollte schnell zur Verfügung bekommen. Aber somit habe ich mit dem Klick schon mal ihr Verhalten eingefangen und kann dann das Leckerchen quasi nachreichen.
Wie gesagt, ich sollte mir jetzt nicht 10 Minuten Zeit lassen, sondern es ist schon gut, wenn Klick-Leckerchen, wenn das sehr, sehr dicht aufeinander folgt. Aber es ist trotzdem ein Hilfsmittel. Und dafür ist das Klickertraining eben mega gut. Jetzt habe ich ja vorher erwähnt, dass wir noch den sogenannten Target haben. Ich zeige das nochmal. Also hier diese Kugel oder Zeigestab. Man kann da übrigens auch einen Schaschlikspieß nehmen oder einen Ast. Ihr müsst natürlich auch gucken, was zu eurer Vogelart passt und zu eurer Vogelgröße. Und könnt es dann konditionieren. Und der Vogel lernt quasi in dem Training, dass er dieser Kugel folgen muss. Deswegen startet der Pumba jetzt auch die Kugel schon an. Und ich glaube, der Simba könnte auch gleich herkommen. Der fliegt zumindest hier schon wild in der Gegend rum, weil er die Kugel sieht. Die lernen quasi, dieser Kugel zu folgen. Und damit kann ich dem Vogel super viel beibringen. Ich kann ihn quasi damit überall hinsteuern, wo ich ihn gerne hin hätte. Und das Ganze halt ohne Stress, weil der Vogel im Training gelernt hat, okay, ich folge der Kugel, damit zeige ich ein richtiges Verhalten und werde belohnt. Und genau das wollen wir ja haben, dass die Vögel motiviert sind, dass sie Spaß haben und dass sie eben keinen Stress im Alltag haben. So, genau, damit haben wir jetzt schon die Theorie vom Klickertraining durch. Es war ein recht kurzes Video, aber jetzt können wir dann an die Praxis gehen. Und ich glaube, das wird für viele von euch nochmal interessanter, wie man den Vogel jetzt richtig konditioniert. Damit bis zum nächsten Video.